So, Mädels. Lange nicht gesehen, ne? Was ist denn hier aktueller Kenntnisstand von dem Ding hier? Ja, von dem Ding gar nichts. Das ist das CQB-kleine Monster-Ding da. Das kleine CQB-Monster. Also, ja, aber ich glaube, ich habe im Abschlussvideo gesagt, dass ich die verkaufe. Willst du das Video kurz einblenden dann, oder was? Ich weiß ja nicht mal, was ich einblenden soll. Ja, das CQB-Monster-Video. Was hat er denn jetzt? Ey, jetzt muss ich nur noch lernen, mit dem einen Auge runter und mit dem anderen hochzuschielen. Bild ist viel zu dunkel. Also, auf jeden Fall habe ich mir so gedacht, nachdem das Ding nicht verkauft wurde und ich hier überall HPA reingestopft oder noch nicht reingestopft habe, aber noch reinstopfen will, hatte ich hier halt feinstes ACS High-End Tuning auch von meinen ganzen SRGs über. Unter anderem halt auch internationale ACU und Slong Motor, BW Pinion Gear von Lonex, Alu-Pisten und all so ein Scheiß. Den ganzen Krempel habe ich jetzt hier in meinen Double Sector Gear Vollauto High-End Gewehr gebaut. Nix da, das ist Low Budget. Nee, jetzt ist es High-End. Ja, jetzt mittlerweile. Mittlerweile, kein Low-Budget mehr. Aber du hast es ins Low-Budget-Gewehr eingebaut. Und jetzt ist es High-End. Jetzt ist es High-End. Hä? Du hast gesagt, du hast den ganzen Kram, den High-End-Kram in dein High-End-Gewehr eingebaut. Aber es war doch ein Low. Das war ein Korinthenkacker, ne? Ich habe halt das Low-Budget-Gewehr genommen und habe das gemacht und das und das. Und dann ist es wieder High-End dann, weißt du? So. Ganz einfach. So, jetzt halt die Fresse da. Halt das Bild gerade. Danke. Aber ich konnte es nicht, noch nicht spielen, weil die Feder zu stark war. Ich hatte da eine 0,6 Joule-Feder jetzt drin. Mit dem Double Sector Gear, genau. Deswegen habe ich es jetzt noch nicht gespielt. Und bevor ich es jetzt überhaupt einmal gespielt habe, hat es jetzt dann doch einer gekauft. Und jetzt mache ich die wieder auf 0,5 Joule in diesem Video. Und das war's eigentlich, ne? Und zeig euch so mal, wie geil das ist mit ACU und Slong Motor und Burst und allem drum und dran. Das ist nämlich richtig, richtig fett. Und achso, nee, die Gearbox muss ich noch ein bisschen schön machen. Das, ihr werdet sehen, das ist nicht schön bearbeitet, um die ACU da reinzukriegen. Das war nämlich bei der hier ein bisschen mehr Arbeit. Seht ihr gleich. Eine hochwertige 05, du hatten wir hier bisher noch nicht auf dem Tisch, also von den Internals her. Internals, ja. Ansonsten ist das ja. Das geht gerade. So. Ja, der ist eh nicht dran hier. So, jetzt zerlegen wir erstmal. Zerlegen, Paul? Was? I seen the piss and release my blood on them. Smoking lager on them. Pipe on them, black hatter on them. Virus drop that banger on them. Let's spray X-ray hammer on them. J-Doc drop that hammer on them. Unleash my English grammar on them. Lord, turn up, bang your head. We spit murder, bang your head. Pop like a burner, bang your head. Bang your head. My crew with me, bang your head. This one's easy, bang your head. They got DC, bang your head. 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 Wenn dann Axel. Wenn dann Axel und nicht Sabine. Oh, Alter! Axel ist Axel, oder was? Achso, wo ist überhaupt die ASH? So, eigentlich gibt es hier gar nicht so viel Besonderes zu sehen jetzt erstmal. Alu-Pisten, Airbrake-Pistenhead geht hier natürlich gar nicht, ne? Weil ich meine, es ist ein Double-Sector-Gear-Tuning. Wenn wir da auch noch einen Airbrake-Pisten einbauen, dann hast du irgendwie nur noch so viel Luftvolumen von dem ganzen Zylinder hier. Das kannst du natürlich vergessen. Ganz kurz, willst du vielleicht nochmal sagen an die ganzen Leute, die schreiben, nimm doch einfach die gedämpften Pisten statt den Airbrake-Pisten-Heads. Warum man das nicht macht? Ja, nee. Du hast jetzt nicht mit dir rechnet, ne? Ja. Ja, nee. Das ist ja hier keine Erklärwehrstunde. Das ist hier jetzt feinstes. Verstehst du? Diesen von Lonex hier, den. Wie heißt der denn, Mann? Diese dickere.
Weißt du, dieser trichterförmige da. Du weißt schon, was ich meine. Weißt du nicht? Diesen mit dem, den du in deiner CQB hast. Wie heißt denn das Scheißding? Diesen Polycarbonat-Scheiß-Pisten- Hedge-Kacke da. Wie heißt das denn? Ja, was weiß ich. Ist halt ein Pisten-Hedge. Ihr wisst, was ich meine. Mit dem dicken Gummi dran vorne, so spitz zulaufen. Halt mit der Nase, mit Trichter. Ja, so. Ist doch scheißegal. Das Ding hat. Kann ich doch auch einfach einblenden, Mann. Wir sind doch hier im Video. Genau, blende mal ein. Ja. So. Das Ding hatte ich hier nämlich auch erst drin und das kannst du mit Double Sector Gear auch vergessen. Da hab ich, deswegen habe ich ja erst 0,6 Joule. Oh, das war ganz lange. Pass auf. Das Ding hier reingesetzt, weil ich dachte mir, Airbrake, scheiße. So. Also, diesen Pisten hier eingesetzt, ne? Du blendest dann ein, wenn ich so mache. Mein ne? Pistonhead. Pistonhead, ja. Trotzdem einblenden dahin. Ja, klar doch. Gut. Da dann eingesetzt und dachte mir, gut, dadurch hast du dann wenigstens ein bisschen Dämpfung und dadurch ist er wenigstens ein bisschen leiser, ne? Ja. Gemacht und hatte mit der Feder, mit der ich vorher exakt 0,5 Joule hatte, auf einmal nach diesem ganzen Umbauscheiß, den ich gemacht habe, nur noch 0,4, ne? Glaube ich, waren das 0,3. 0,3 bis 0,4 Joule. Geht natürlich gar nicht, ne? Also für mich nicht. Also dachte ich mir, ist klar, wird an den Pisten liegen, baust du eine stärkere Feder ein, kompensierst du damit. Der Slogmotor schafft's ja, ne? Dann mit Hannes Gewehr gemessen, die alte Feder hatte 1,4 Joule, also habe ich dann eine neue Feder, also ohne Double Sector Gear, ne? Also habe ich dann eine neue Feder genommen mit 1,6 Joule, habe die reingesetzt und hatte immer noch 0,3 bis 0,4 Joule. Da war es dann wirklich so weit, dass ich dann nicht mehr genug Volumen hatte, um mehr Kraft zu erreichen. Also nicht mehr genug Zylindervolumen. Dann habe ich die 1,6 Joule Feder natürlich drin gelassen, ne? Schlau. Die 1,4er war irgendwo anders schon wieder. Ne? Und den Pisten. Und den Pisten hätte hier reingesetzt. Und ja, dann hatte sie auf einmal 0,6 Joule. Und dann hatte ich die Schnauze voll. So, das Ding die ist Chromebox. Da drin. Dann so ein ich glaube, das Nozzle hatte ich vorher auch schon drin. Da hat sich nichts geändert. Den Max. Das ist eigentlich eine ganz coole Kombi. Der hat zwar auch noch eine ganz kleine Dämpfung hier, aber bei so einem Vollauto-Ding hörst du das eh kaum. Das knallt halt. Das knallt halt einfach und das ist schön. Und das muss so. Das ist ja die die Billig-Vollauto von Begadi, ne? Sag mal, die billigste, die es so gibt. Und um bei dieser Gearbox genug Platz für die ASCU zu haben, muss man hier unten an der Ecke nämlich richtig viel wegnehmen. Ne? Ich weiß ja, ob man das sieht. Ich habe es am Ende. Man sieht das schon. Ja, ich habe immer wieder geschliffen, hat nicht gepasst, Und irgendwann. So? Ja, und ja. Irgendwann habe ich einen Seitenschneider genommen und habe einfach hier die ganze Scheiße abgeknipst. Und das sieht halt nicht ganz so schön aus hier, vor allem die Kacke da. Das feile ich jetzt nochmal ein bisschen gerade. Und dann setzen wir das Ding erstmal wieder zusammen. Das Geile ist natürlich, mit dem Double Sector Gear und der ACU. Kriegst natürlich eine hohe Roff hin und die ACU, die kann das ja problemlos schalten, ne? Die merkt ja sofort, wenn ein Schuss durch ist. Und außerdem wollen wir jetzt noch versuchen, die ASHU da reinzubauen. Ich hoffe mal, das geht. Habe ich noch nie verbaut. Mal testen, ne? So, also. Jetzt kannst du hier weiter pornen, hier. Schon wieder. Ne, jetzt ist hier Pfeil- und Zusammenbau-Porn. Jo, feil dir mal ein. Du ja, der Badass. Jetzt nochmal. Warte. Was hängt da so? Kann ich? Gib mir einen epischen Booster. Und dann sag mal so kurz. Alles Schlimmste. Was für Schlimm.
Halt, stopp. Bis normales Video kurz. Okay, ja. Ja, weil die meisten oder viele haben sich vielleicht gewundert, wofür der Stecker hier vorne ist. Da. Der da. Stehst du? Der da, ja. Der ist nämlich für die ASHU. Ich weiß gar nicht, wissen die meisten überhaupt, was eine ASHU ist? Wahrscheinlich nicht. Also die Airsoft Systems Hop-Up Unit. So, die hat einen Taster drin und wenn dann keine Kugeln mehr nachkommen, obwohl du schießt, dann schaltet die ab. Das heißt, wenn das Magazin leer ist. Krass. Ganz simpel. Und dann wechselst du das Magazin, den Boltcatch drücken und dann kannst du erst weiterschießen. Cool. Wollte ich mir mal in die Max Model Hop-Up Unit irgendwie einbauen. Ist nie dazu gekommen. Dann kam HPA. Und dann kam HPA. So, jetzt kannst du weiterbohren. Wir sollten aufhören, immer so spät zu filmen, ja. Kacke. Oh, was hast du jetzt vergessen? Ich hab gar nichts vergessen. Was hast du vergessen? Gar nichts. Ich hab vergessen. Ich bin noch von der Tablet Plate. Ich hab vergessen, einen Schluck Bier zu trinken. Ist da irgendwo ein Heizflasche dabei? Nimm schon auf? Mhm. Oh, sorry. ACU eingebaut. Ne, nicht ACU, SHU. Hannes? Wo der eine Stecker dran muss, habe ich ja schon gesagt. Erstmal ASHU verlinken wir in der Beschreibung. Das ist die ganz normale ASHU von den ganzen letzten Generationen der ASCUs. Gott, so viele scheiß Buchstabenabkürzungen. Hätte ich den Buchstaben auch mal abgekürzt. Schon wieder Viertel vor 11, man merkt. An diesen Steckplatz der ACU kommt die kurze Seite des Kabels. Ich habe es jetzt hier schon montiert, ich bin froh, dass es drin ist, will es nicht nochmal auseinanderbauen für euch. Pech. Ne? So, und dann ist da so ein kleiner Taster dran, im Schrumpfschlauch eingewickelt. Warte mal die Klappe. Das Ding müsst ihr dann auf die Rückseite vom Boltcatch-Ding hier kleben. Du musst da hinfilmen. So. Da. Das wird da auf die Rückseite draufgeklebt. Es kann sein, dass ihr hier und da noch ein bisschen was vom Boltcatch wegschleifen müsst auf der unteren Seite, damit der weit genug hoch steht, damit dieser Taster, der dahinter jetzt klebt, genug Platz hat und nicht von vornherein schon gedrückt wird. Ne? Und dann funktioniert die ganze Scheiße nicht. So. Und das lange Kabel, da ist mehr als genug Platz eigentlich bei allen Knarren, dass ihr das dann hier im Magazinschacht dann langlegen könnt bis zur Hop-Up-Unit. Ne? So, die Hop-Up-Unit ist auch stinknormal aus Kunststoff und leider mit einem Schieberegler einstellbar. So ähnlich wie bei den meisten AKs. Da hätte ich mir auch lieber irgendwie sowas, wenigstens so eine Standard-Unit gewünscht. Auf jeden Fall müsst ihr dann durch den Magazinschacht, Hannes, reinfilmen. Da unten habe ich es dann irgendwie hingekriegt, mit zwei Schraubenziehern dann den Stecker da dran zu fummeln. Es geht schon alles irgendwie, ja. Aber jetzt kommt das Geilste. Alles zusammengebaut. Und obwohl es dieses Gewehr durch die hohe ROF, also hat jetzt immer noch eine 1600er ROF, trotz Longmotor, ja. Also anscheinend hat die ACU dann einen relativ hohen Innenwiderstand. Vorher hatte ich ja schon mit dem anderen Motor eine 1600er ROF. Dann habe ich spaßeshalber mal den alten Motor reingesteckt anstelle des Slongs und hatte damit nur noch eine 1300er ROF. Ist ja dann irgendwie scheiße, ne?
So, aber egal. Alles zusammen funktioniert jetzt ganz gut, ist ganz cool. Bloß die ASHU funktioniert halt nicht. Erst wenn du das Magazin rausnimmst und dann nochmal leer schießt, dann funktioniert's. Dann schaltet sie ab. Und dann musst du im nächsten Magazin rein, Knopf drücken und dann schießt sie wieder. Ist ein bisschen hohl, finde ich. Ne? Vor allem, obwohl es die Knarre hier schafft, manchmal die Hop-Up-Unit fast komplett leer zu saugen durch die höhere ROV. Ne? Also ich weiß nicht, wieso dann die Hop-Up-Unit nicht einfach abschaltet. Das ist total hohl. Achso, Programmieren, ganz wichtig. Das steht zwar auch in der Beschreibung von der ACU, aber die ACU wird ausgeliefert im Werkszustand ohne die Einprogrammierung von der ASHU. Das heißt, wenn ihr den ganzen Scheiß hier connected habt, ne? Wenn ihr den ganzen Scheiß... So. Es ist am Verzweifeln. Wenn ihr den ganzen Scheiß hier dann halt zusammengebaut habt, dann müsst ihr das folgendermaßen programmieren. Das ist ganz einfach, on-off. Ihr... Alter, ey, wir filmen hier jetzt. Komm, wir sind gleich fertig. Dann... Ist auch, wenn er so weiß. Du gleich kacken. Also, ihr müsst dann Akku dran stecken und dann wieder typisch ACU innerhalb von 3 Sekunden auf Semi stellen und einmal den Bolt Catch drücken, den neuen Knopf. Das war's, ne? Wir haben jetzt Safe Semi Burst haben wir jetzt einprogrammiert. Das ist ganz cool. Ne? Ich muss jetzt natürlich Bolt Catch gedrückt halten. Das ist doch geil, oder? Fazit, ne, ist dann so irgendwie ACU und Slong in Vollauto, ja. Mit Double Sector Gear, ja. ASHU, nee. Übrigens alles mit einem 7.4er Lipo von Amex. Ja. Viel Spaß beim Porn. Watch you come get some.